Lasst ein Like, dann lasst ein Abo da, wenn ihr diesem Video euch gefällt. Dann abonniert mir den YouTube-Kanal, unterstützt mich auf dem YouTube-Kanal. Dann kommt immer noch ein Video und lasst ein Baller da. Also, ihr müsst die Likes ballern. Danke, dass ihr mir die Videos gefallen habt und ihr da schaut. Heute geht es um zwischen Ibrahimovic und Romelu Lukaku, werden nach Derby-Streit gesperrt. Zlatan Ibrahimovic nach ihrem Fortgefrecht im Pokalderby gesperrt. Das italienische Sportgericht entschied, die beiden Torjäger für jeweils ein Pokalspiel zu sperren. Ibrahimovic und Lukaku gerieten der Woche beim 1-Sieg von Inter gegen Milan kurz vor der Pause einander und lieferten sich einen nicht jugendfreien Austausch von negativen Nettigkeiten. Auch im Spielertunnel kam es noch zu einem Rencontre für beide, gab es zunächst die gelbe Karte. Ibrahimovic flog spät wegen einem Foul sogar vom Platz. Auch Lukaku muss nun aber im nächsten Pokalspiel Inters zuschauen. Im Halbfinale mit Hin- und Rückspiel treffen die Nerazzurri auf Juventus Turin. Das heißt, Lukaku hat provoziert und dann hatte Ibra gesagt, ich glaube, dann hatte Lukaku Ibrahimovic seine Mutter beleidigt und dann trafen sie einander zu. Hoffentlich hat das Video euch gefallen. Lasst ein Like, lasst ein Abo da und schreibt mal in die Kommentare, was ich noch mehr Videos soll ich machen. Und ja. Und folgt mir gerne auf Instagram, Bavone1708, da ist ich dort auf Instagram. Und ja, und dann hatte Milan Ibrahimovic rote Karte wegen diesen Fouls und Lukaku hatte gesagt zu Ibra, ich glaube, irgendwas mit deiner Mutter zusammen beleidigt. Sie haben irgendwas zusammen beleidigt. Diesen Video kommt um 12 Uhr. Also um diesen Video. Also ja, Ibrahimovic hatte auch noch etwas zurückgesagt. Ich glaube, er irgendwas rassistisch. Ich glaube, Ibrahimovic hatte irgendwas zu Lukaku gesagt. Rassistisch. Zur Beleidigung für. Also Ibrahimovic zu Lukaku schwarz. Beleidigung, rassistisch, aber das sag ich nicht, aber ja, ich sag das diesem Video nicht rassistisch und ja, und deswegen haben sie die beiden Spieler ja draußen und dann gibt es am Mittwoch Juventus gegen Inter im Halbfinale Coppa Italia, Inter Lukakus Zuschauen ins Spiel und würde sagen, ja, die beiden Spieler sind selber schuld und ich bin ehrlich gesagt zufrieden, dass Lukaku nicht spielte. Jawohl. Ja. Lukaku spielte nicht im Pokal. Ibrahimovic spielte nicht. Also Lukaku und Ibra sind gesperrt. Das hatte ich möchte sagen. Und diesen Video kommt um 12 Uhr online. Lasst euch überraschen. Und Peace out. Das hat man nicht müsste machen. Dass Ibrahimovic Lukaku beleidigt und dann hat Ibrahimovic irgendwas rassistisch gesagt. Ich habe einen YouTuber gesehen, das Video hat er auch hochgeladen und das habe ich nachher selber gemacht, also nachgeschaut und habe ich das selber nachgemacht. Ich habe das einen YouTuber geschaut, ich habe das selber nachgemacht. Was er gesagt hatte, ich habe da selber nachgedacht. Die beiden Inter Mailand und AC Mailand, die beiden Derby-Mannschaft und ja, lass ein Like da, lass ein Abo da. Die Inter Mailand und AC Mailand ist sowas, das Derby, das ist ein spannendes Spiel. Inter Mailand und AC Mailand, das ist sowas, ein hartes Spiel, ein Zwischen-Derby-Spiel und das Spiel ist einfach spannend. Inter gegen AC Mailand, wegen diesem Rassist. Ibrahimovic hatte zu Lukaku rassistisch gesagt, diesen Text könnt ihr lesen. Ibrahimovic hatte Lukaku rassistisch gesagt etwas, aber das sag ich euch nicht. Ich schreibe in den Text nur rassistisch, weil sonst passiert noch etwas und dann ist das Video auch gesperrt, wenn ich das hinschreibe und das mache ich nicht und rassistisch.
gelingt ein bisschen besser als irgendwas anders. Und ja, peace raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag und einen schönen Samstag. Peace. Diesen Video kommt um 12 Uhr. Also, diesen Video kommt um 11 Uhr 59. Also 11 Uhr 59 seid ihr bereit. Also 11 Uhr 59 kommt das Video hochladen.